Liebe Gemeinde, willkommen zurück beim Ladebildschirm von Batman Arkham Origins. Wir werden, wie ihr alle wisst, jetzt gleich erstmal ins Getümmel wieder reingehen, den Gotham weiter aufräumen und wir haben noch ein paar Killer zu jagen. Mir ist aufgefallen, in der letzten Aufnahme war irgendwie die Moderation leicht asynchron, habe ich an den Tastaturgeräuschen. Moment, wo sind wir gerade? Was machen wir hier gerade? Oh! Was auch immer wir hier machen, wir wollen das nicht tun. So. Jetzt stehen wir hier und... Ach, wie passend. Hier ist ein Netzwerkrelais in der Nähe. Wir räumen einfach weiter das Land auf. Da ist das Relais. Und das Teil kann auch irgendwas, aber erstmal Batarang. So, was kann das hier jetzt? Aha. Und das war erschreckend einfach. Wir brauchen noch mal ein bisschen Ausgleich. So, dann müssen wir wieder richtig hinsetzen, mit der Steuerung klarkommen, denn... Nun ja, ich habe schon eine Weile nicht gespielt. Da ist ein Datenpaket. Wir waren jetzt aber erstmal dabei, hier weiter aufzuräumen, nicht wahr? Ja. Oder? Okay, hier ist mal das Datenpaket. So. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Höhe gewinnen, damit wir ein bisschen fliegen können. So, dann dürfen wir die nötige Höhe haben. Oh, faszinierend. Wo ist das Ritterrätsel? Aha. Nee, das ist schon eine dir Sache, nicht wahr? So. Da. Hier wären wir. Hier muss es also sein. Da ist es. Gut. Wie kommen wir da jetzt ran? Detektivmodus nicht Störsender. Wo ist das Scheißteil jetzt? Ach da. Unterbrecher. Ach ja, wir müssen so ein... So, erstmal das hier wegmachen. Dann ist mit dem Sequenzer ran. Und das Gerät hacken. Natürlich. Danke. So, jetzt geht's zu diesem Relais. Erstmal die ganze Stadt sauber machen. Ich glaube, wir werden gleich was anderes machen als Ritterrätsel.
da unten natürlich. Wir machen das was anderes als Riddler-Rätsel. Was haben wir denn hier noch? Enigmas Datenbetreuer. Enigma, Alter, der hat wirklich Pinguins Waffendepot. Da können wir mal ein Depot erwischen. Hier ist grün. Bereit? Eins. Verflucht, nein! Ich bin gar nicht da. Beachtet mich nicht. Okay, doch, beachtet mich. Mist, dann hat er noch einen Schildarsch. Ach. So, jetzt haben wir den erstmal ausschalten können. Beschützt mich vor ihm! Aua! Und tschüss! Aua! Und tschüss! So! Und da haben wir noch hier so ein Datenrelais. Rettet dann durch die Stadt und zerstört einfach willkürlich irgendwelche Besitztümer. Also die Fernlenkralle. Unterbrecher. So, ein Waffendepot ist platt. Drei fehlen noch. Was ist das? Ist das auch ein Riddler-Rätsel? Ich weiß es nicht genau, weil es so grün ist. Ich habe mir mal deine Polizeiakte angesehen und wow, sagen wir mal, du hast nicht viele Fans. Aber das wusstest du wahrscheinlich schon. Ein paar der richtig lächerlichen Einträge habe ich mal gelöscht. Die behaupten, du würdest Leute umbringen. Ich weiß, dass das nicht deine Art ist. Das ist zu freundlich. So, was haben wir hier sonst noch so? Ja, ganz, ganz viele Netzwerkrelais und Daten. Ja, gut, dann räumen wir tatsächlich erstmal den Südteil der Stadt leer. Dann gehen wir aber zuerst mal zu den Datenbetreuern, damit wir auch wirklich immer wissen, wo die Rätsel sind, dass wir dann effizient abarbeiten können. Wer zurück? Ey! Hey! Steck den Kopf nicht in den Sand. Über die Scharfschützen. Können wir die mit der Fernlenkralle irgendwo runterschießen? Oh, oh. Das war nicht klug, aber es war lustig. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Da haben wir den Datenbetreuer. Die Fledermaus gibt's wirklich und die tritt auch wirklich Arsch. Ey. Arm dran. So, das war ein nutzloser Spruch, das gebe ich zu. Ich muss in meinem Spruch noch arbeiten, außerdem ist es noch früh am Morgen. Das ist noch 13 Uhr oder so. Nein, das meine ich nicht ernst. So, du bist mal ruhig hier. Hals- und Beinbruch. Das wird ein Spaß. Entweder.
Oh, ich wollte jetzt gerade noch jemanden ausschalten, aber da gab es niemanden mehr. Es gibt nur noch den hier und der war zu weit weg. Du bist mal ruhig. So. Ich finde, sollte man eine kleine Unterhaltung führen. Findest du nicht, mein Freund? Du hast etwas für Enigma versteckt. Wo ist es? Ich kann nicht. Du. Sofort! Hab's heute Nachmittag vom Kurier in Empfang genommen und versteckt, so wie es der Boss wollte. Ich hab nur Befehle befolgt. Ach ja. So, dann auf zum nächsten Datenbetreuer. Denn wir wollen wissen, wo die ganzen Rätsel sind, bevor wir einfach 10.000 Mal durch die Stadt gehen und dieselben Bereiche 500 Mal abgrasen müssen. Ihr mit euren beschissenen Scharfschützen da oben. Hey. Wie geht's deinen Schultern eigentlich? Ach, natürlich dein Schildtyp. Komm, na endlich. Sei mal kurz ruhig, ich arbeite hier. Das war unsere Combo. Okay, dann ergib dich mal. Du hast mich. Ich gebe auf. Ich bin keiner von den Typen. Du sammelst in Enigmas Auftrag Informationen. Wo hast du sie versteckt? Was? Keine Ahnung, wovon du... Das belastende Material. Wo ist es? Oh, das belastende Material. Ich sollte mir ein anderes Arbeitsgebiet suchen. Solltest du. Schon hat sich unser Knie und sein Gesicht so gut vertragen. So, in diesem Bereich gibt es jetzt keinen Informationshalter mehr. Dafür noch so viele Tausende von Informationen, die wir noch sammeln müssen. Ach, da. Wie sollen wir das jetzt machen? Ich glaube, wir können uns einfach von der Wand abstoßen, nicht wahr? Muss ich kurz gucken. Komm. Nein! Ja, hat geklappt! Batclaw. Danke. Aua! Ich war ja gerade am Arbeiten. So. Schauen wir mal. Da ist noch so ein Relais. Dann zum Relais. Oh, scheiße, wie viele Scharfschützen gibt's denn hier? Ich hab das Gefühl, wir sind in einem Hornissennest gelandet. Tut ihr immer, was ihr wollt, wir begegnen ihr mal. So beschissenes Scharfschützen, die plötzlich überall in der Stadt rumgeiern. Ach du Scheiße. Da hänge ich gerade fest. Was? Ach, nick mal, natürlich. Und ich dachte, ich hätte jemanden auf meinem geistigen Niveau getroffen.
So viel dazu. Scharfschützen haben so Nachtsichtgeräte. Na toll, dass wir das wussten. So, wo sind wir? Da ist das Relais, was wir haben wollten. Die Relais sind doch immer irgendwo unten am Boden. Also sollten wir auch unten am Boden rumgucken. Das Rätsel haben wir schon gelöst. Das findet das Spiel auch so, denke ich. Und die Fledermaus ist da. Die Fledermaus ist nirgendwo. Das ist nur eure Einbildung. Ich bin Batman. Ich meine, ich bin nicht Batman. Ich bin gar nicht da. Wohin, Batman? Nein. Vergiss das. Verwirf den Gedanken, den du gerade hattest. Da haben wir das. Da haben wir dieses Relais. Schmeißen wir Batarang hin. Dann gehen wir hier zum nächsten Datenpaket. Das hier ist. Ja, ferngesteuerter Batarang. Oder? Ach, na toll. Dann. Ferngesteuerter Batarang. So. Umdrehen, verlangsamen, stabilisieren. Ach du Scheiße. Nein, nicht zu sinken. Und jetzt können wir loslassen. So. Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Gar kein Problem. Verbrechen im Gange. Am Ende ist es ja damit, dass wir die Polizei verprügeln müssen, weil die ein Verbrechen begeht. Das können wir doch so nicht vertreten. Die Polizei können wir es vertreten, aber unsere Aktion doch nicht. Was? Ladies erwischt, standen auf jeden Fall zum nächsten Riddler-Rätsel. Hurra! Aber wir ziehen das durch. Oh, da ist es ja schon. Nein! So. Aha. Ist auf meinem. Ach, es ist in so einem Sicherungskasten eingeschlossen, natürlich. Unser bis auf heute ferngesteuerte Batarang wird dementsprechend wohl benötigt. Ah. Ach Mann, wie soll das jetzt gehen? Okay, dann probieren wir mal in einer kleinen Kurve. So und. Was? Gut, wir müssen irgendwas anderes treffen, habe ich das Gefühl. Natürlich. Natürlich. Es könnte auch einfach sein im Leben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat der Riddler einen Fetisch für unseren ferngesteuerten Batarang. So, nächstes Netzwerkrelais. Direkt hier unten irgendwo. Ach, Batarang. Nächstes Riddler-Rätsel. Da oben.